Tja, mal sehen, was aus der Pkw-Maut dann wird. Kaum regnet es mal 3 Tage nicht, da heißt es ja, Rauchen im Wald ist verboten. Aber eine Tankstelle soll man mitten ins prasseltrockene Gelände setzen dürfen? Die Leute aus Bergfelde bringt der Plan auf und schon verwandeln sie sich in wehrhafte Wesen, so ähnlich wie die Gallier aus Asterix und Obelix. Die Bergfelder haben es allerdings statt der Römer mit der Bundesregierung zu tun, denn sie ist der Bauherr für ein Projekt, das Ruhe und Frieden in Bergfelde bedroht. Gegen alles, gegen jeden, ich bin absolut dagegen. Hallo, worum geht's? Ich bin dagegen, dagegen, dagegen. Ein ganzes Dorf geht auf die Barrikaden, denn der Bund möchte in ihrem Wald einen gigantischen Rast- und Tankplatz für Lkw-Fahrer bauen. Doch nicht mit den Bergfeldern. Wir haben so viel freie Flächen in diesem Land, wo man Tank- und Rastanlagen hinbauen kann. Einmal möchte ich, dass Bergfelde eine ruhige Wohnanlage bleibt. Zweitens möchte ich, dass die Landschaft hier, die Bäume erhalten bleiben. Wir haben ein bisschen Angst um Kriminalität, die sich ausbreiten könnte. Es gibt wohl dazu auch Statistiken. Und grundsätzlich ist es eigentlich, also man merkt es ja jetzt schon, dass es nach dem Ausbau sicherlich auch noch stärker werden wird. Also die Lärmbelastung ist einfach unerträglich. Ich glaube, der Hauptgrund für das Ministerium, diese Tank- und Rastanstelle hier so nah an den Ort ranzubauen, ist Kostenersparnis einfach. Man müsste wirklich nicht so viele Zuleitungen, Elektrokabel und auch Abwasser verlegen, was alles teuer wird. Mit anderen Worten, man würde gerne hier an die Kläranlagen, an die bestehenden Kläranlagen rangehen und man würde gerne Bergfelde zuscheißen. Ich bin dagegen, dagegen, dagegen. Denn nur 400 Meter weiter stehen ihre Wohnhäuser. An jedem hängt die rot-weiße Schleife aus Absperrband, ihr Dauerprotest gegen den Lkw-Rastplatz. Den Autobahnexperten des Bundes lässt das aber ziemlich kalt. Wir befinden uns ja in der Bundesrepublik Deutschland auf einem relativ dicht besiedelten Gebiet. Und hier gilt immer das St. Florians-Prinzip. Die Menschen schreien, sagen bei mir nicht vor der Haustür, mach's doch bei dem anderen. Es ist ein Optimum herausgekommen und das stellt nun mal dieser Standort dar. 23 Fußballfelder Wald müssten für die Rastanlage gefällt werden. Der Bund sagt, dass alle 50 Kilometer so ein Lkw-Rastplatz sein muss. Uralte Pläne aus den 90er Jahren, als hier noch keine Häuser standen. Man muss jetzt von völlig neuen Grundvoraussetzungen ausgehen. Man muss also neu denken. Und wenn man neu plant, dann kann man auch gleich richtig planen und gleich woanders planen. Man muss nicht die Leute jahrelang in Angst und Schrecken versetzen. Schon einmal haben sich die streitbaren Bergfelder und ihr Maskottchen Max der Dachs gegen Entscheidungen von ganz oben gewehrt. Auch Julia Roberts Synchronstimme, Daniela Hoffmann war dabei. Eine Straße sollte durch das 10.000 Jahre alte Herthamoor gehen. Und der Protest hat was gebracht. Abfahrt, deswegen Ortsumgehung durch den Ort. Und jetzt ist gerade vor 8 Minuten die Pressemitteilung gekommen, dass diese Straße nicht kommt. Aber ich wehre mich schon in dem Sinne dann wie Julia Roberts, wo man sagen würde, dass ich einfach schon relativ grün denke und grün bin. Eins ist sicher, die Bergfelder sind nicht klein zu kriegen. Jetzt muss der Protest nur noch bei den Politikern ankommen.